Warum so billig? Der Film hat es verdient. Das ist mehr als jeder Ohrstritt normalerweise, oder? Ich meine, wozu so ein Film? Das ist witzlos. Ich meine, Entschuldigung. Beileid? Bis zum Abendbrot? Ja, ich würde nichts sagen. Na, wir haben ja nicht schon die ganzen Scary Movie Filme. Na, wir haben ja nicht schon nicht noch so einen Teenie-Film. Na, wir haben ja nicht schon meine Frau, die Spartaner und ich. Wir haben ja ein Disaster Movie, das ich hier auch noch im Ohr liegen habe. Na, es geht nicht darum, dass der Film scheiße ist. Er ist langweilig scheiße. Er ist nicht lustig. Er ist, ich habe mir jetzt gerade wieder mal am Making-of angeschaut. Denk mal, es geht nicht darum, dass die Witz im Film noch erritten Wiederholung langweilig sind. Diese Witze, die da gerissen werden, hat jeder Anzeller mit einem einzigen Schaumhaar sich schon gedacht, als er mit seiner Freundin in diesem beschissenen Twilight-Film drin war. Ich war drin. Und ich habe mir bessere Witze ausgedacht, während ich den Film angeschaut habe. Ich hab keine Gehirnschmerz dafür gebraucht. Das hat mir zugeflogen. Der Film, der Originalfilm hat, die original drei Teile von diesem Scheißfilm haben mir das Material geliefert, mehr. Und ehrlich, ich muss jetzt sagen, warum? Es geht nicht darum, dass die Witze schon noch ein paar Mal sich wiederholen. Die Dinger wiederholen sich seit 30 Jahren. Ohne Schmäh. Und wisst ihr, das können Sie doch beweisen. Hier. Seht ihr mal. Top Secret. Die gleichen Witze. Kurz davor. Ja. Die ungleiche Reise in den verrückten Raumschiff. Leslie Nielsen. Ja. Die ungleiche Reise in den verrückten Flugzeug. Fünf Jahre vorher. Oder ganz, ganz alt. Das kennt ihr doch mal einer. Das hat bessere Witze und das ist scheiße. Nackt in Space, trotten in Weltraum. Weltraum. Leslie Nielsen. 81er Jahre, so das war's. Ja. 30 Jahre. Mensch, Meier. 30 Jahre. Und zigtausend Filme, die gleich ausschauen, weil ich mach schon noch bei Disaster Movie. Wo wir das hingetan überhaupt? Das muss doch irgendwo liegen hier. Keine Ahnung. Ehrlich, warum willst du etwas verarschen, das jetzt selbst verarscht? Das ist genauso sinnvoll, als wenn du jemanden einen Witz erzählst, den Scheiße erzählst, und dieser Typ, den du erzählst, das kommt am nächsten Tag zu dir, erzählt er deinen Witz noch einmal und verhaut die Pointe. Das ist der Film. Ich meine, und nächsten Monat kommt Scott Pilgrim zu uns. Scott Pilgrim vs. The World. In Amerika ist der gefloppt. Und ich denke mal, alter Schwede, ich habe mal alles angeschaut, was ich gefunden habe über den Film. Ich denke mal, warum? Der Film, Scott Pilgrim ist ein schlauer Blödsinn. Es ist ein blödsinniger Film. Ohne viel rumreden. Er ist blödsinnig. Für jeden Anime- und Videospielfan ist das aber das reinste, das Schlaraffenland, weil da sind so viel, da ist glaube ich keine Minuten, wo mindestens 10 Anspielungen auf irgendein Spiel waren. Inklusive, aber wirklich gute Anspielungen. Und zwar solche, wo du sagen musst, Moment, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Wo man sich wirklich den Nuss kraulen muss. Und nicht nur, und den hier oben, Mann, nicht den da unten, okay? Das meine ich damit. Und das ist ein Witz. Na! Ich sehe nicht ein, warum jemand sowas Blödsinniges geht. Du hast im Trailer schon gesehen, dass du das nicht anschauen musst, weil du die Witze alle schon kennst. Du, jeder, der was die Scary Movie Filme gesehen hat. Okay. Erster war gut. Zweiter war mäßig. Dritter war scheiße. Beyond everything. Vom Vierer reden wir erst gar nicht, weil das ist wie der zweiter Teil von Highlander, den gibt's einfach nicht. Und trotzdem kriege ich, hab ich schon Anfragen gekriegt, ob ich den Film anschauen werde.
Ich meine, ich habe schon oft gesagt, dass wir hier in Europa im Land der Scheißefresser leben. Alle, was Deutsch reden anscheinend. Aber das scheint keinen zu kümmern. Die sind happy damit. Ehrlich. Ich warte echt nur noch, wo es echt noch einen Film geben wird, der was 2,5 Stunden lang einer Kur beim Dümpfiff zuschauen wird, mit musikalischer Untermalung. In 3D. Hätten wir nur noch 3D dabei, sind alle gegen eine. Was ist los mit euch? Ich meine, hey, ich rede hier nicht einfach von einer jüngeren Generation, die was nichts im Schädel hat. Ich rede hier von älteren Leuten, in meiner Altersklasse und jenseits schon in die 40 zugehend. Was sauft ihr? Ich meine, Blutverdünnungsmittel oder sowas? Oder irgendwas, was es hier drauf hat? Ich weiß es nicht. Das ist doch witzlos. Was eine perfekte Beschreibung für den Film ist. Weil bis ab und man. Was? Das haben vor 10 Jahren irgendwelche Studenten schon gemacht. Mit der Heimkamera aus dem von ihren Eltern. Und da ist es selber noch einmal. Ich meine, warum wirst du sowas anschauen? Warum musst du sowas anschauen? Warum wird das überhaupt gemacht? Ich meine, die intelligenten Filme werden vergessen, wo sie auch gut sind. Ich meine, und ich rede auch hier von Sachen wie zum Beispiel, hey, das Kind